Der feine Schliff mit weißem Schleifsand. Also, ich bin der Martin und ich bin hier zufällig hergekommen, als ich auf der Suche nach einer Ausbildung war. Und ich wollte schon immer was Künstlerisches machen, in einem Bereich, wo ich mich kreativ ausleben kann. Und mein Papa hat zufällig jemanden von der Arbeit getroffen, sich mit ihm unterhalten und den Weg hierher gefunden. Und dann bin ich auch hierher gekommen und habe eine Woche Praktikum gemacht. Und danach war für mich klar, dass ich das machen möchte. Einfach weil mich Kunst und das Kreative schon immer begleitet hat und da war das der perfekte Weg. Ja, die Entwicklung im Steindruck durch Adi Senefelder, ein bayerischer Künstler und Entwickler, ging mit Musikalien los und ging dann aber auch europaweit einen Siegeszug im 19. Jahrhundert über Schnellpressen und über Plakate, Geschäftspapiere, alles gedruckt, musste aber durch Lithografen mit der Hand auf Stein gezeichnet werden. Das erforderte eine hohe Disziplin. Und ich als Steindrucker musste dann solche Dinge drucken für Bücher, für jede Sache. Das entwickelte sich bis zum Ersten Weltkrieg. Dann kam natürlich die Fotografie und der Film und der moderne Offsetdruck. Nach dem Ersten Weltkrieg war das dann ja eigentlich nur eine reine Kunstangelegenheit. Aber wie gesagt, es war 100 Jahre fast eine Sache für Medien, für jeder Dinge, die ökonomisch sind, war der Steindruck schon eine tolle Sache. Freundlicher, das ist ein relativ komplizierter Stein. Achtung, ja. Jetzt nimmt das langsam Farbe ein. Doch ganz interessant, hä? Solche Strukturen.
das jetzt hoch. Handwerksberuf und wirklich eine Sache, eine Lebensaufgabe. Ja. Und dass man wird reifer, da war auch ein Meister, wenn auch seine Körperkräfte schwächer wurden. Er war aber trotzdem anerkannt und hatte eine höhere Leistung als die jungen Leute. Das war einfach damals nicht so. Es war damals so der Fall, aber heute ist natürlich die Jugend durch Kraft und Tempo mit Kenntnissen über Elektronik ganz anders aufgelegt. Wir hatten letztes Jahr zwei junge Bauhaus, von der Bauhaus-Universität, zwei Künstlerinnen da. Und da haben wir auch Vervielfältigung, Möglichkeiten von Computer bearbeitete Dinge fototechnisch wieder auf Stein zu bringen. Und die Möglichkeiten, die werden jetzt gerade auch erforscht, auch die chemischen Dinge. Und ja, sie will ihren Bachelor machen und das fördere ich dann auch. Also man soll die jungen Leute die neue Entwicklung mit einbeziehen, aber auch das Alte, die alte Tradition. Das ist das Wertvolle dran.